Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bobbyversum TV und zurück zu Arc Age Unchained. In der heutigen Folge des Let's Plays werden wir die ersten Schritte mit unserem frisch erstellten Charakter machen. In der letzten Folge haben wir uns das Spiel als solches ein bisschen angeschaut. Ich habe euch das ein bisschen vorgestellt. Wir haben uns einen Charakter erstellt, die Charaktererstellungsoptionen, Rasse, Klasse und so weiter etwas genauer betrachtet. Und heute geht es dann jetzt endlich mit dem richtigen Spiel los. Da steigen wir auch direkt ein. Königin des Hasses, die Zeit ist gekommen. Zum Aufstieg brauchst du eine Armee. Und die haben wir gefunden. Ein Volk von Mördern, deren Körper ewig verflucht wurden. Gestalte sie mit deiner Macht, erfülle sie mit neuen Seelen und erwecke sie zum Leben mit deinem Todeskuss. Erwacht. Ich schöpfe euch, und dafür werdet ihr mir mit jedem Atemzug dienen. Kreaturen aus Konflikt, Hass und Leid. Ihr seid die Kriegsgeborenen. Erinnerungs Urteil steht bevor. Okay, und schon sind wir im Spiel angekommen. Bevor wir jetzt loslegen, eins vielleicht noch ganz kurz vorweg. Ihr habt das eben gesehen im Intro. Lasst euch nicht an diesen fehlenden Texturen, an den kleineren Grafikfehlern stören. Wir befinden uns nach wie vor hier auf einem Testserver. Dieser ist übrigens seit dem 7.10.2019 für alle Spieler zugänglich, also für die Öffentlichkeit auch zugänglich. Das heißt also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das Spiel vielleicht zu kaufen, dann könnt ihr das jetzt vorher ausprobieren. Dieser Testserver läuft meines Wissens nach noch bis zum 14.10. Ja, wir haben es jetzt gerade gesehen, kriegsgeboren. Das heißt also, wir sind aus dieser komischen Ursuppe entschlüpft und wurden erweckt. Und ich bin jetzt ganz gespannt, was unser Auftrag ist. Bevor wir jetzt mit dem Spielen loslegen, hier vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zum Interface. Wir haben hier ein ganz klassisches MMORPG-Interface. Wir haben im oberen linken Bereich hier unsere Levelnummer angezeigt und unseren Charakternamen. Dann sehen wir hier unsere Lebenspunkte und Ressourcenpunkte. Das ist, glaube ich, in dem Spiel hier Mana. Ja, ganz genau. Und darunter sehen wir die auf uns einwirkenden Buffs, beziehungsweise ich denke mal, wir werden da auch eventuelle Debuffs dann sehen. Ein Chatfenster ist natürlich dabei und hier im unteren Bereich haben wir dann unsere Übersicht über die Erfahrungspunkte und auch über diese Arbeitspunkte. Die brauchen wir für alle Handwerkstätigkeiten. Und dann haben wir hier unsere Skillleisten und im rechten Bereich haben wir die Optionen wie Instanzfinder, Marktplatz und so weiter. Und wir sehen hier eine Minimap und einen Quest-Tracker, der natürlich noch nichts enthält, weil wir noch keine Quest angenommen haben. Ich möchte mir jetzt auch einmal noch ganz kurz unsere Skills, die wir mitbekommen haben, anschauen. Wir haben hier einmal natürlich unsere erste Attacke aus unserem gewählten Skillset Kampfeszorn. Das ist ein Nahkampfangriff, nehme ich an. Reichweite 0 bis 4 Meter, das sehe ich also richtig. Ein Angriff mit drei verschiedenen Schlägen, die jeweils 26 körperlichen Schaden verursachen. Der dritte Schlag verursacht 20% mehr Schaden und trifft alle Feinde innerhalb von 3 Metern des Primärziels. Dieser Skill hat einen verkürzten globalen Cooldown für kontinuierlichen Einsatz gedrückt halten. Das finde ich übrigens sehr geil, dass man hier manche Attacken einfach so komplett durchspammen kann. Das heißt also, wir halten die Taste gedrückt und der Charakter rastet einfach komplett aus. Sehr geile Geschichte. Wir sehen darunter auch gleich angezeigt, mit welchen Skills wir das Ganze kombinieren können. Finde ich auf jeden Fall ein sehr einsteigerfreundliches Prinzip, wie das Ganze hier erklärt wird. Wir haben des Weiteren natürlich auch noch Skills, die wirklich jedem Charakter, der neu erstellt wird, zur Verfügung stehen. Das ist einmal hier dieser Pfeil abschießen, sprich jeder Charakter wird auch erstmal mit einem Bogen ausgestattet. Denke mal, das kommt uns auch als Nahkämpfer zugute, um halt vielleicht den einen oder anderen Gegner einfach zu pullen. Dann haben wir hier den Nahkampf, die Autoattacke im Nahkampf. Ich glaube allerdings, dass ich mir das Ganze dann hier mit auf die untere Leiste ziehen werde. Ja, ich denke, das macht Sinn.
Hier haben wir den Spurt, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 38,4%, wird aufgehoben, wenn du einen Skill benutzt oder Schaden nimmst, lässt sich nicht im Kampf einsetzen. Wächst mit steigendem Rang schneller. Okay. Verbraucht kontinuierlich Mana. Mana regeneriert sich nicht, solange Spurt aktiv ist. Drücke zum Aktivieren zweimal die Vorwärtsbewegungstaste. Ja, okay, alles klar. Das heißt, wenn wir zweimal auf W drücken, dann fängt er auch an zu spurten. Oder alternativ, wir müssen ja mal ausprobieren hier. Ja, okay. Weiß ich nicht, warum das hier in der Skillleiste einen Platz belegt, weil wenn ich jetzt Shift 3 gedrückt halte, dann bleibe ich aber trotzdem auf der Stelle stehen. Ich müsste trotzdem zusätzlich noch die W-Taste drücken. Nee, das fliegt hier erstmal raus. Das braucht ja kein Mensch in der Skillleiste. Dann haben wir hier noch Treten. Sehr geil. Tritt den Feind, verursacht 13 körperlichen Schaden und stößt ihn zurück. Fügt gestolperten Zielen 300% Schaden zu. Ja, Wahnsinn. Gestolperten Zielen. Müssen wir mal so im Hinterkopf behalten. Auch den lege ich mir, solange wir noch keine Alternativen haben, hier unten mit rein. Dann haben wir hier, das ist ein Rassenskill, rohe Kräfte, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen von Handelspaketen 5 Minuten lang um 10%. Brauchen wir jetzt aktuell noch nicht, lege ich mir hier erstmal an die Seite, denn das ist wie gesagt etwas, was ich jetzt noch nicht so wirklich brauche. Was haben wir hier? Da haben wir das Instrument spielen. Jeder Charakter hat ein Instrument. Mit diesem Instrument können wir bestimmte Effekte auslösen. Entweder können wir uns darüber heilen oder halt unsere Ressource generieren. Finde ich auf jeden Fall ein cooles System und habe ich auch schon in anderen Spielen gesehen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Behalten wir auf jeden Fall hier drin in der Skillleiste. Dann haben wir hier noch Flucht. Teleportiert dich in 30 Sekunden zum nächsten Respawn-Punkt, falls du im Gelände feststeckst oder dich an einem Ort wiederfindest, den du gar nicht aufsuchen wolltest. Die Zeitverzögerung wächst mit der Entfernung zum Respawn-Punkt, beziehungsweise wenn du ein Handelspaket trägst. Okay, alles klar. Das heißt also, damit können wir uns aus unschönen Situationen befreien, wobei 30 Sekunden Castzeit ja schon auch nicht so wenig ist. Ne? Also das, ja, mal gucken, ob wir das irgendwie öfter mal benutzen werden. Dann haben wir hier das Transportbuch, das Teleportationsbuch, zeichnet Orte automatisch auf, sobald man sie das erste Mal besucht. Danach kannst du mit Hilfe eines Jenseitssteins an jeden beliebigen Ort auf der Liste zurückkehren. Okay, teleportieren ist auf jeden Fall eine coole Sache. Dann haben wir den Rückruf, auch das ist ganz MMO-typisch. Wir haben die Möglichkeit, einen Rückrufpunkt zu registrieren und können uns dann einmal pro halbe Stunde, 30 Minuten Cooldown hat der Skill, können wir uns wieder an diesen Ort zurück teleportieren, ohne da extra hinreiten oder laufen zu müssen. Dann haben wir Handelspaket ablegen. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich auch erst im späteren Verlauf des Spiels, denn mit Handelspaketen haben wir jetzt so erstmal noch nichts am Hut. Und zu guter Letzt ist es der Gleiter, den wir leider Gottes auch noch nicht haben, aber im späteren Verlauf uns mit Sicherheit erspielen werden. Deswegen lege ich mir das hier ein Stückchen weiter nach vorne. Hier unten haben wir dann noch unsere Tränke. Einmal das Pochen des Herzens, ein Heiltrank für Abenteurer-Novizen. Stellt 180 Gesundheit wieder her, Wahnsinn. Und den dazugehörigen Mana-Trank haben wir selbstverständlich auch im Gepäck. Ein Mana-Trank für Abenteurer-Novizen stellt 110 Mana wieder her. Dann haben wir hier Trotz. Und das finde ich sehr cool, denn diesen Skill hat tatsächlich auch jeder Charakter, der neu erstellt wird. Also zumindest glaube ich, dass das so ist. Hat einen 6-minütigen Cooldown und entfernt einfach die Debuffs. Finde ich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Und jetzt legen wir los. Wir haben natürlich hier als erstes mal diesen besessenen kriegsgeborenen Reißzahn, der mit uns sprechen möchte, was wir unschwer an dem riesigen grünen Ausrufezeichen erkennen können. Die grünen Ausrufezeichen oder die grünen Questmarkierungen sind die Main-Quest, die Story-Quest und die gelben sind die Nebenquests. Und wir gucken jetzt einfach mal, was der Kollege zu sagen hat. Alles Gute zum Geburtstag. Du kannst der Dämonenkönigin für dein zweites Leben danken. Davor warst du ein Nummern, ein Gierhals. Na dann. Wir töteten und aßen einen Drachengott mit der Hoffnung, seine Macht zu absorbieren. Stattdessen wurden ihre Körper und Seelen verdammt. Königin Orkidna hat dir eine zweite Chance gegönnt. Begib dich nach Esna, deiner einstigen Heimat. Lass dich vom Hass deiner Seele verzehren.
Okay, scheint auf jeden Fall ein freundlicher Zeitgenosse zu sein und wir haben jetzt den ehrenvollen Auftrag, uns vom Hass unserer Seele verzehren zu lassen. Wahnsinn. Nimmst du eine Quest an, wird diese automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Bildschirmseite hinzugefügt. Okay. Folge dem Pfeil bei deinen Füßen, um zum Ort des Quest-Ziels zu gelangen. Pfeil bei meinen Füßen? Meine Füße haben überhaupt keinen Pfeil. Okay. Okay, jetzt habe ich sie weggedrückt. Ist egal. Was ich sehr schön finde an diesem Spiel, ist, dass man wirklich sehr an die Hand genommen wird. Das heißt also, selbst für absolute MMORPG-Novizen ist es tatsächlich ein relativ einfacher Start in das Spiel und man wird da sehr an die Hand genommen und sehr gut durchgeführt. Das finde ich sehr, sehr schön und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Grafik, trotz dessen, dass das Spiel wirklich jetzt schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, mir gefällt die Grafik sehr, sehr gut und ich finde das auch sehr schön, dass das Spiel trotz dieses Testservers immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr flüssig läuft. Also, okay, wir laufen mal los, begib dich nach Esna. Ich denke mal, dann werden wir hier hinten zum funzelnden... Genau, er sagt es auch nochmal. Ich denke mal, dass wir hier hinten in dieses funzelnde Portal reinlaufen müssen. Drücke F am Ausgang der ausgebrannten Burg und wähle einen Kanal aus. Ja, okay, machen wir. Schauplatz des Massakers von Esna. Okay. Ich denke mal, dass wir jetzt tatsächlich erstmal so ein kleines Tutorial durchlaufen müssen. Zumindest war das bei dem Charakter, den wir im Stream gespielt haben, auch so. Und ich bin gespannt, wie das hier aussieht bei den Kriegsgeborenen. Spür den Hass deines Herzens. Lass dich von ihm ganz und gar umhüllen. Vernichte alles, was lebt. Kein Geschöpf soll deinem Zorn entkommen. Ja, geil. Wahnsinn, wir laufen direkt erstmal in dieser Zerstörergestalt durch die Gegend, das finde ich ja mega. Ist ja super cool. Ja, unser Hass wird uns schon treiben und lenken, ne? Sieht auf jeden Fall, also generell diese ganze Umgebung, ne? Sieht super düster aus und ist irgendwie alles ziemlich blutig gehalten, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Alter, die laufen hier alle so rum, ne? Wir müssen die ganzen Kollegen hier mal angucken, ne? Das sind alles solche Zerstörer jetzt hier, ne? Der Wahnsinn, ey. Einfach nur gut. Besessener, kriegsgeborener Hassseele. Ja, okay, lass hören. Fleisch und Seele erstrahlen vor Stärke. Labe dich am Hass. Labe dich an der Magie der Mutter Königin. Labe dich am Blut der Schwachen. Ja, okay. das hört sich wirklich nach Massaker an. Ich bin gespannt. Die Armee der Dämonenkönigin auferweckt. Für deine treuen Dienste hat sie dich unsterblich gemacht. Oh, das finde ich gut. Du kannst töten, jedoch nicht getötet werden. Du kannst vernichten, aber wirst nicht vernichtet. Du erhebst dich ewig, denn ewig ist dein Morgen. Ja, Wahnsinn, ist ja ein Träumchen, wa? Die Mutter verlangt Esna in ihrem Namen zu erobern. Los jetzt, niemand darf überleben. Ich habe das schon vermutet, aber wir sind tatsächlich die Bösen. Ne? Also wir müssen alles vernichten. Wahnsinn. Okay, ja. Unser Quest lautet, besiege Wachen und Bewohner des äußeren Bezirks. Gleich 100 müssen wir davon erlegen. Besiege Wach, Hauptmänner, Anwohner des äußeren Bezirks, besiege Stadtwachen, alles klar. Wir laufen mal los, wir gucken vorher noch mal ganz kurz. Plünderte Klauen, versetzt Feinden vor dir eine Reihe kräftiger Schläge. Schneller Skill, kein Cooldown. Erster Angriff verursacht 852 körperlichen Schaden und ermöglicht einen zweiten Angriff. What? Das ist eine ganze Menge, glaube ich. Dann haben wir hier den Sensentritt. Sehr schöner Name. Dreht sich blitzschnell und trifft Feinde in einem Umkreis von 6 Metern, verursacht 1821 körperlichen Schaden und zieht die Feinde näher heran. Der zweite Treffer erschüttert Feinde in Reichweite. Okay.
Das Bergecho schlägt mit voller Wucht auf den Boden und fügt allen Feinden in einem Umkreis von 8 Metern 2888 körperlichen Schaden zu und stößt sie zurück. Erschütterte Feinde stolpern und erleiden zusätzlichen Schaden. Wow. Schnelle Bombardierung springt zum Ziel und schlägt bei der Landung mit voller Wucht auf den Boden ein. Fügt den Feinden um dich herum dabei 2518 körperlichen Schaden zu und betäubt sie. Auch nicht schlecht. Drachenschuppe. Die geschärften Schuppen am Körper des Zerstörers schützen dich vor feindlichen Angriffen. Dieser Skill schränkt deine Bewegung 10 Sekunden lang ein, verringert aber deutlich den von dir erlittenen Schaden und stellt jedes Mal Gesundheit wieder her, wenn du Schaden erleidest. Auch cool. Okay. Also, wir probieren das gleich mal aus hier. Wir werden auf jeden Fall gleich mal an unseren Feind heranjumpen, wenn wir denn einen Feind gefunden haben. Okay, die sind alle schon kaputt. Da ist auf jeden Fall ein Feind. Wir müssen mal gucken. Wir können da jetzt ranjumpen. Ja, sehr geil. Ja, läuft, würde ich sagen. Ne? Also es macht auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Ich fühle mich mit dem Charakter jetzt auf jeden Fall sehr mächtig. Ein Wunder. Wobei ich ja noch keine 30 Gegner auch erlegt habe, ne? Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Ich muss auch diese komische Drachenschuppe nochmal ausprobieren, diesen Schild. Wobei es jetzt bisher natürlich noch nicht wirklich ein Problem ist. Das heißt also, wir haben noch keine Schwierigkeit, das Ganze hier zu überleben. Aber mal gucken, was noch so passiert. Okay, aber jede Stadtwache bringt unseren Fortschritt hier um 5, das ist wahrscheinlich dann Prozent einfach, ne? Fällt er denn hin? Wie kann das sein, dass mein Charakter hier hinfällt? Ja, es ist ja eigentlich völlig ausgeschlossen. Oh, jetzt packen wir aber nochmal diesen Schild aus, denn das ist natürlich jetzt kritisch. Wobei das geheilte Leben, wenn wir jetzt hier von den Gegnern getroffen werden, während wir diesen Schild aktiv haben, ist die Heilung, die wir dadurch erleiden oder erhalten, nicht erleiden, natürlich enorm. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Okay, also mir gefällt das mit dieser Zerstörergestalt, gefällt mir jetzt schon tatsächlich gut. Wir gehen jetzt hier nochmal mitten in die Mitte. Wahnsinn. Wir sind auch zumindest mit diesem ersten Auftrag sind wir soweit fertig. Das heißt, wir ignorieren jetzt einfach mal hier die weiteren Gegner und begeben uns mal zu unserem Questziel. Denn so wie es aussieht, kann ich eigentlich hier diese völlig harmlosen, kann ich die etwa auch umbringen? Verdammt. Der Zorn wird stärker. Lehre ihn im Namen der Königin. Zögere nicht. Während die kriegerische Louis zur Göttin wurde, war unsere Königin zur Einsamkeit verdammt worden. Doch sie wird sich ewig erheben, denn ewig ist ihr Morgen, die Rache der Mutter naht. Man wird sich ihrer erinnern und Louis vergessen.
Vernichte die Wachen und Dörfer. Zeig ihnen die Macht unserer Königin, die Schwäche Louise. Also auch diese Gottheiten oder Königinnen scheinen auf jeden Fall irgendwie Beef miteinander zu haben. Denn das hört sich auch nicht so freundlich gegenseitig an, ne? Also die Schwäche Nuis ist ja nun hier von dieser anderen Fraktion die Göttin oder Königin, was auch immer. Und ja, die scheint auf jeden Fall hier ein Problem mit dieser Orchidna zu haben. Bin gespannt, wie weit wir da von der Story noch irgendwie mehr mitkriegen auf dem Weg hier. Okay, wir sind schon wieder bei 80. Das geht echt relativ schnell. So, 90. Aber die spawnen auch unablässig einfach wieder hinterher, ne? Also, das heißt, es ist schon so gewollt, dass wir da auch relativ schnell mit durch sind. Wobei er hier, ne, den muss ich, glaube ich, mal... Ich glaube, den will ich mal wegkloppen. Hier ist Sir Jacquas. Scheint hier so ein Obermutz zu sein, ne? Ja, okay, hat auch nicht lange gehalten. So, dann begeben wir uns nochmal in unsere Schildform, regenerieren unsere Lebenspunkte und gehen mal hier wieder zurück aus dem Kampf raus. Bin mal gespannt, ob die hier mitkommen. Ne, die hauen auch alle gleich wieder ab, das heißt, wir können jetzt mal hier die Quest abgeben. Während unsere Körper im ewigen Feuer brannten. Die Nuyan tanzten und ahnten sich in Louis' Glanz. Und jetzt reißen wir ihr Hab und Gut an uns, auf das sie sich ewig fürchten. Ein Hoch dem Hass! Viele betteln um Gnade, ergeben sich, flehen uns an. Als Soldaten der Dämonenkönigin lautet unsere Antwort darauf Nein. Wahnsinn, ey. Massakriere die Überlebenden, Männer, Frauen, Kinder. Wenn sie dich anflehen, zerhacke sie. Also das ist meine Ansage, das ist wirklich dämonisch. Besiege Ritter von Esna. Okay, also es geht tatsächlich so weiter. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. Zeige keine Gnade. Ja, dann mach du mal die Jungs da fertig. Ich gehe mal hier zu ihm hier. Dann schauen wir mal, was hier jetzt noch so abgeht. Und dann, glaube ich, haben wir auch das Tutorial danach beendet. Oder zumindest dieses... Ja, ist ja eigentlich kein Tutorial. Ist ja mehr so ein Intro für die Klasse, ja. Diese Ritter sind auch etwas hartnäckiger. Was uns aber nicht davon abhält, sie komplett zu zerlegen. Okay, hier ist ein Portal. Lol. Erfreue dich am festen Haus und tanze zur süßen Musik ihres Leides. Im Namen der Mutterkönigin. Sie dürfen sich nirgends sicher wissen. Die Zeit für einen neuen Regenten ist gekommen. Zeit für Orchidnas Herrschaft. Zeit für die Offenbarung! Der König der Nuyan ist in seinem Palast, wo er die Truppen motiviert.
Solange Tiberion lebt, werden sie kämpfen. Vernichte ihn! Schuld des Massakers, eine Verkörperung der furchtbaren Erinnerung an das Massaker von Esna. Okay. Ja gut, betritt den Thronsaal und bezwinge Tiberion. Okay, dann ist das anscheinend doch noch nicht zu Ende. Tötet es, koste es, was es wolle! Wir müssen dieses Monster aufhalten! Bietet dem Gräuel Einhalt. Was bist du? Was willst du von uns? Hast du? Also das war mal ziemlich abgefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. So in ein Spiel reinzustarten, ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Also wir sind tatsächlich nicht nur bösartig aussehend, sondern ich glaube, unsere Rasse ist wirklich so ein bisschen bösartig. Finde ich gar nicht so schlimm. Schon wieder dieser Traum. Nein, eher ein Albtraum. Wenn wir nur einen anderen Traum haben könnten, egal was, nur etwas anderes als das. Okay. Ja, lol, das war also tatsächlich nur ein Traum. Wahnsinn. Ja, okay. Denn in dieser Rassenbeschreibung, ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt, in dieser Rassenbeschreibung steht ja auch eigentlich, dass wir Buße für unsere Taten tun wollen und eigentlich zwar schon böse sind, bösartig sind, aber eigentlich auf dem Weg der Besserung. So, ich weiß auch nicht, ist ganz komisch. Okay, aber das macht natürlich Sinn, dass wir jetzt unsere Erinnerungen durchlebt haben und dieses Massaker nochmal durchlebt haben und die jetzt auch wissen, wofür unsere Rasse Buße tun möchte. Ich habe ehrlich gesagt von der grundlegenden Story des Spiels, von der Storyline, habe ich auch nicht wirklich einen Plan. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was auch die Story zu bieten hat, denn klar, es ist ein MMO, aber letzten Endes hat es auch nach wie vor so diesen Zusatz RPG. Das heißt also, wir übernehmen ja nun hier einfach mal eine Charakterrolle. Und da ist es für mich immer ganz schön, auch zu sehen, welche Rolle spielt dieser Charakter in dieser Story und so weiter. Aber das werden wir uns natürlich im weiteren Verlauf des Let's Plays anschauen. Ich freue mich da riesig drauf. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeit, sehr regelmäßig die Folgen dafür hochzuladen. Ich hoffe, euch hat's heute gefallen. Lasst mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren da, darüber freue ich mich natürlich immer riesig. Ich möchte mich jetzt natürlich erstmal wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken, freue mich auf die nächste Folge, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Video.